Hey Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wie ihr in Roblox Studio solche Teams hier auf der Seite erstellt und euren Spielern die Möglichkeit gibt, einem anderen Team beizutreten und zwar so und dann auch bei seinem Teamspawn zu spawnen. Und los geht's! Zuerst einmal die Basics. Solche Teams hier rechts in der Seitenleiste sind ziemlich einfach gemacht, dafür habt ihr hier im Explorer den Ordner Teams und um ein Team zu erstellen, fügt ihr zu diesem Team über das Plus einfach ein Team hinzu. Das Team könnt ihr dann benennen, zum Beispiel Polizei. Könnt auswählen Auto-Assignable, das bedeutet, dass das Spiel automatisch alle Spieler einem Team zuordnet. Wenn ihr mehrere Teams habt, zum Beispiel Polizei und Feuerwehr, dann werden beiden Teams die Spieler automatisch gleichmäßig zugeordnet. Wenn ihr Auto-Assignable ausmacht, dann sind die Spieler erstmal in gar keinem Team und ihr könnt sie selbst zuordnen. Und ihr könnt natürlich auch Teamfarben hier auswählen. Die sind dafür da, um die Teams zu unterscheiden und man hat dann rechts oben auch Farben. Der interessante Punkt, Farben sind immer noch Brick Color, weil Teams halt immer noch ein veraltetes Feature sind, welches nicht mehr so exzessiv von Roblox weitergeführt wird. Des Weiteren gibt es ja hier Spawns. Man kann einfach auf dem Workspace auf Plus drücken und kann eine Spawn-Location hinzufügen. Und man kann bei dieser Spawn-Location einfach nach unten scrollen, auswählen, dass es nicht mehr Neutral ist und dann eine Team-Color auswählen, zum Beispiel Teal. Und jedes Team mit der Team-Color Teal wird dann automatisch bei diesem Spawn spawnen. Interessanterweise ändert der dann seine eigene Farbe nicht. Das könnt ihr selber machen, und zwar indem ihr hier die Brick-Color dann auch noch auf Teal stellt. Und dann habt ihr einen Team-Spawn für Team Teal. Wir machen das jetzt aber alles einmal per Script, weil sonst wäre das Video nicht lang genug. Dafür gehen wir einmal zum Server-Script-Service und fügen ein Module-Script hinzu. Dieses Module-Script benennen wir dann einmal um ins Teams-Modul. Aber weil wir schon gemerkt haben, da gibt es nicht viel, was man wissen muss über Teams, gibt es jetzt auch nicht viel, was wir tun müsst bei Teams. Also erstellen wir hier erstmal das Teams-Modul und returnen das dann auch entsprechend. Im Teams-Modul speichern wir meinetwegen dann die Teams noch ab. So, ich bin mir nicht sicher, ob das so wichtig ist. Und um überhaupt was mit den Teams zu machen, braucht man natürlich den Service-Teams. Den füge ich immer oben hinzu. So, jetzt haben wir den Service-Teams, das Teams-Modul. Und jetzt brauchen wir natürlich noch ein paar Methoden, damit das Teams-Modul irgendwas machen kann. Und die schreiben wir hier hin. Zum Beispiel eine Function vom Teams-Modul namens Team erstellen. Und welche Eigenschaften haben wir für ein Team? Natürlich erstmal den Namen, die Farbe und Auto zuordnen. Da gehen wir natürlich noch einmal alle Types an, damit wer auch immer das Modul benutzt, am Ende weiß, ah, die Farbe muss eine Brick Color sein und keine Color 3. Und die Funktion wird natürlich nicht funktionieren, wenn wir die Variable nicht mitliefern. Das bedeutet, wir schreiben if not name or not Farbe, dann warnen wir einmal Teams Modul warnen, backslash n ist für einen Zeilenumbruch, Team konnte wegen fehlender Argumente nicht erstellt werden, Name, Farbe, auto assignable machen wir einfach mal standardmäßig auf true, wenn man es nicht mitgibt. Und jetzt erstellen wir das Team als neue Variable. Local Team vom Type Team ist gleich instance.newTeam. Super einfach. Jetzt fügen wir nochmal die ganzen Variablen von hier oben hinzu. Unser Teamname ist Name, Teamcolor ist Farbe, TeamAutoSignable ist Auto zuordnen oder True, falls man nichts mitgeliefert hat. So haben wir standardmäßig auf True. Wir müssen das nicht jedes Mal reinschreiben. Und am Ende müssen wir natürlich noch Team.Parent auf Teams setzen. Jetzt ist das Team erstellt und damit das Modul jetzt noch irgendwie nützlich ist, wollen wir das Team am Ende natürlich noch returnen. Also schreiben wir Return Team. Und vorher, weil wir hier diesen Table mit den Teams haben, fügen wir es noch zu den Teams hinzu. Das bedeutet, wir schreiben einmal self.teams in eckigen Klammern string.lower Name ist gleich Team. Und String.lower machen wir hier einfach nur, damit es weniger fehleranfällig ist. Wenn wir dann mit der zweiten Methode arbeiten, und zwar Teams zuweisen. Also haben wir hier die Methode Teams Modul Team zuweisen. Die nimmt den Spieler rein und welchen Namen das Team haben soll. Und dann müssen wir erstmal das aktuelle Team bekommen. Und da machen wir dann genau das gleiche wie vorhin. Wir sagen local Team ist gleich self.teams in eckigen Klammern String.lower Team Name. Dass man es groß oder klein geschrieben angeben kann. Wenn ihr nun Äs, Ös oder Üs drin habt, dann gibt es am Anfang des Namens habt, dann ist es natürlich problematisch, weil die kann Roblox nicht in Lower oder Uppercase machen. Aber ist ja auch wurscht. Als nächstes müssen wir noch einmal warnen, falls das Team nicht gefunden wurde. Also if not Team, dann warn Teams Modul ist warn Doppelpunkt backslash n für den Zeilenumbruch. Team, Teamname nicht gefunden. Wichtig, dass ihr hier ein Leerzeichen und hier ein Leerzeichen lasst, weil wir den String mit zwei Punkten verbinden und sonst kein Leerzeichen da ist und das komisch aussieht. Und dann returnen wir einmal nichts. Aber falls wir das haben, sagen wir einfach nur noch Spieler.Team. Und jetzt seht ihr, so fügt ihr einem Spieler einem Team hinzu. Ihr sagt einfach Spieler.Team ist gleich Team. Und dann returnen wir einfach True, um zu wissen, dass es funktioniert hat. Und beim besten Willen, ich wüsste nicht, was wir in dieses Teams-Modul noch hinzufügen könnten, was sinnvoll wäre. An sich ist das Teams-Modul sowieso so halb sinnvoll. Jetzt müssen wir aber noch was damit machen. Das heißt, wir erstellen uns jetzt noch ein Script, das mit dem Teams-Modul arbeitet. Dafür gehen wir nochmal aufs Plus, fügen ein Script hinzu
und nennen das Ganze dann TeamScript. Das Print Hello World entfernen wir. Und das TeamScript ist dafür da, um mit Spawns zu arbeiten. Jetzt stellen wir uns vor, wir haben im Workspace einen Folder. Und den Folder nennen wir dann einfach mal Team Spawns. So, in den Folder fügen wir jetzt noch ein paar Spawn-Locations hinzu. So, eine Spawn-Location haben wir hier. Die nächste ist da, die nächste ist da, die nächste ist da, die nächste ist da. Und die sind dann für verschiedene Teams. Jetzt wollen wir mit unserem Team-Script diese Spawn-Locations den Teams zuordnen und natürlich auch die Teams erstellen. Also da wir mit dem Workspace arbeiten, holen wir uns als erstes den Service Workspace und requiren uns dann auch das Teams-Modul. Mit Local Teams-Modul ist gleich requireScript.parent find for shell Teams-Modul, weil hier ist das Teams-Script.script.parent Doppelpunkt find for shell Teams-Modul und dann wird das required. Jetzt wollen wir uns die Teams erstellen und dafür machen wir ein Table und ich würde sagen, in den Table erstellen wir gleich mal die Teams. Dauert ein bisschen. So, jetzt haben wir uns diesen Teams-Table erstellt. Eigentlich sinnlos, da wir ja schon im Teams-Modul den Table haben. Aber wir machen das jetzt einfach mal doppelt, damit ihr einmal seht, was wir hier haben. Und ihr seht, mir wird auch ein Fehler unterstrichen. Und zwar, ich habe die Teams hier indiziert mit Lowercase Teamnamen, habe dann Teams Modul erstellen gecallt, den Teamnamen gewählt, die Farbe gewählt und dann abgeschlossen. Und der sagt hier, die Fehlermeldung, wenn wir einfach drüber hovern, Argument Mismatch, die Funktion erwartet 4 Argumente, kriegt aber nur 3. Und das ist auch der Fall. Diese Funktion wird mit einem Doppelpunkt gecallt. Das bedeutet, das erste Argument ist immer das Modul selbst und das wäre Self. Das zweite Argument ist Name, das dritte Argument ist Farbe. Und das vierte Argument, Auto zuordnen, wird auch noch erwartet. Deswegen schreiben wir hier hinter Boolean noch ein Fragezeichen, um Roblox zu sagen, das müssen wir gar nicht mitliefern. Es kann Boolean oder Nil sein. Und dann haben wir auch das Problem nicht mehr, dass das hier unterstrichen wird. Weil jetzt weiß Roblox auch, dass wir das letzte Argument nicht mitliefern müssen. Der nächste Punkt ist hier, wir haben Umlaute in unseren Teamnamen drin, Ärzte oder Gärtner. Und deswegen muss ich die hier in eckigen Klammern und dann nochmal in Anführungsstrichen schreiben, weil Roblox solche Zeichen sonst nicht anerkennt. Aber es funktioniert trotzdem. Also es sieht hässlich aus, aber funktioniert. Wir haben unsere Teams erstellt. Wir können an der Stelle jetzt einfach mal ins Spiel reingehen. Wir drücken auf Play, spawnen dann bei einem der verschiedenen neutralen Spawns und wir sehen hier rechts, wir sind jetzt im Team Zivilisten. Es gibt Polizei, Ärzte, Feuerwehr und Gärtner mit den entsprechenden Farben, die wir ausgewählt haben. Das ist ja schon mal schön. Jetzt wollen wir aber auch noch die Spawns zurecht machen. Das machen wir mit einem For-Loop. Und zwar, wir loopen durch die Team-Spawns durch. Dafür müssen wir uns natürlich erstmal die Team-Spawns holen. Und so mit Local Team-Spawns ist gleich Workspace, Wait for Child Team Spawns. Dann haben wir hier noch den For Loop rein. For Unterstrich Spawnpunkt, welcher eine Spawn Location ist. In Team Spawns Get Children Do. Jetzt könnten wir einen Check machen, ob es kein Spawnpunkt ist, aber wir wissen, okay, das sind alle Spawn Locations, also alles tamam. Jetzt holen wir uns das Team. Und das Team für den Spawnpunkt kriegen wir folgendermaßen: Local Team vom Type Team ist gleich Teams, String.lower Spawnpoint.name. Und dafür müssen wir jetzt hier nochmal ein bisschen was aufsetzen. Wir müssen sagen, okay, dieser Spawnpunkt ist für die Polizei. Das heißt, wir schreiben hier beim nicht Spawn Location den Namen, sondern Polizei. Dann sagen wir meinetwegen, der hier ist noch einer für die Polizei. Haben wir zwei für die Polizei. Dann haben wir hier einen für die Feuerwehr, also nennen wir den Namen auch um in Feuerwehr und so weiter. Jetzt gehen wir nochmal hier hin. Einmal Ärzte. Und was hatten wir noch für ein Team? Gärtner hatten wir, glaube ich. Und wir hatten noch Zivilisten. Dann haben die Zivilisten zwei Spawnpunkte. Und der Spawnpunkt hier ist neutral. Den löschen wir einfach mal. Dann haben wir hier unsere Spawnpunkte aufgesetzt. Sie haben jetzt alle den Namen von dem Spawn, den er haben soll. Und dann wird das auch funktionieren mit dem Team finden. Wir machen natürlich jetzt noch einen Check rein, falls wir das Team nicht gefunden haben. Und zwar, if not team, then waren Team nicht gefunden. Spawnpunkt.name. Und dann continuen wir mit dem nächsten Spawnpunkt. Als nächstes ändern wir die Attribute vom Spawnpunkt. Und zwar mit Spawnpoint.neutral ist gleich false, Spawnpoint.teamColor ist gleich team.teamColor und Spawnpoint.brickColor ist auch team.teamColor. Damit der Spawnpunkt auch die richtige Farbe bekommt und man es von außen sehen kann, für wen das jetzt der Spawn ist. Als letztes erstellen wir uns noch ein Proximity Prompt, damit Leute dem Team beitreten können, wenn sie in die Nähe kommen. Also schreiben wir einmal Local Prox Doppelpunkt Proximity Prompt ist gleich Instance.new Proximity Prompt. Dann haben wir noch ein paar Attribute rein. Prox.ActionText ist gleich Team beitreten. Prox.ObjectText ist gleich Team.name. Prox.Parent ist gleich Spawnpoint. Und als letztes connecten wir da noch die Funktion, um dem Team zu joinen. Also Prox.Triggered Connect Function Spieler Doppelpunkt Player if Spieler.Team ist gleich Team, then return end. Also falls der Spieler schon im Team ist, braucht man nichts machen. Falls der Spieler nicht in dem Team ist, sagen wir Teams Modul Doppelpunkt Team zuweisen, Spieler und Spawnpoint.name. Und damit haben wir alles gemacht. Warum sagen wir hier nicht String.lower Spawnpoint.name?
Weil wir das im Teams-Modul in der Funktion ja schon machen, und zwar hier. Deswegen brauchen wir das nicht doppelt machen. Da haben wir das alles schon erledigt. Das war jetzt ziemlich durchgespeedrunnt. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Ist aber auch ein ziemlich einfaches Tutorial gewesen. Und wir spawnen rein bei einem Zivilisten-Spawn. Wir sind nämlich auch im Team Zivilisten. Wenn ich Team Zivilisten beitrete, passiert nichts. Wenn ich jetzt Team Gärtner beitrete, kommt Team Gärtner, laufen wir rüber und ich gehe zu Team Feuerwehr, dann bin ich Team Feuerwehr. Und wenn ich natürlich jetzt sterbe, also mich einfach mal resette, dann spawne ich auch wieder bei Team Feuerwehr, wenn ich dann mal respawne. Ja, Team Feuerwehr. Dasselbe funktioniert dann auch mit Team Ärzte. Da hätte ich vielleicht eine andere Farbe auswählen sollen. Das passt nicht so ganz zu Ärzten. Vielleicht weiß. Keine Ahnung. So, dann sterbe ich einmal kurz. Ah, ich bin gar nicht den Ärzten gejoint. Ich bin immer noch Feuerwehr. Ich habe vergessen, E zu drücken, Leute. E drücken. Ah, nee, doch nicht. Teammodul waren. Team Ärzte nicht gefunden. Oh, oh, oh. Team Ärzte wurde nicht gefunden. Woran liegt's? Es liegt daran, dass wir Team Ärzte hier mit einem großen L geschrieben haben. Und deswegen wurde Team Ärzte nicht gefunden, weil es da dann auch mit einem großen L gespeichert wurde. Das ist das Problem mit dem RÖÜ, was ich angesprochen habe. Okay, also wir können das hier nicht mit einem großen R schreiben, also machen wir es uns ganz einfach. Wir schreiben es hier auch mit einem großen L. Man kann es halt nicht ändern. Hätten wir gar nicht erst mit Kleinbuchstaben arbeiten sollen. Wir schreiben es doch mit einem großen L. Da hatte ich einen Denkfehler drin. So wird es dann umgangen. Das ist das Problem, wenn wir andere Buchstaben haben als die im Amerikaland. So, wenn ich jetzt aber zum Team Ärzte rübergehe, sollte es auch funktionieren, wenn ich dem Team Ärzte joine. Ja, jetzt bin ich auch im Team Ärzte drin, sage ich Reset Character und spawne auch beim Ärzte spawnen. Perfekt. Falls ihr keine Lust habt, das Ganze abzuschreiben, könnt ihr natürlich auch in die Videobeschreibung gehen und die beiden Scripts herunterladen. Das geht natürlich nur für Kanalmitglieder Tier 2 oder höher. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis dann und ciao!